John Hattie ist der Shootingstar bei uns in der Zunft. Das wird über kurz oder lang wieder ein bisschen abgeflaut sein. Aber er hat einfach sehr handfeste empirische Belege für allerlei Kriterien, die ich auch in meinem 10er-Katalog formuliert habe, geliefert. Und deshalb werde ich jetzt oft gefragt von Lehrerinnen und Lehrern, Herr Meyer, ist Ihr Katalog überflüssig geworden? Dann sage ich nein, im Gegenteil. Damals, vor 9 Jahren, als ich ihn geschrieben habe, waren ein paar Punkte, die ich aus bildungstheoretischen Überlegungen für wichtig hielt, noch nicht gut empirisch abgesichert. Heute kann ich mit John Hattie sagen und auch mit einigen anderen Forschern, ja, zum Beispiel das Merkmal sinnstiftendes Kommunizieren, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden, war damals schlecht belegt. Heute ist es dank dieser Meta-Analysen, die Hattie geliefert hat, doch gegeben. Ja, klare Strukturierung, das ist für mich die Übersetzung des amerikanischen Wortes Classroom Management. Wie führe ich eine Klasse? Und führen heißt nicht Diktator spielen, sondern führen heißt einfühlsam mit Aktivierung der Schüler und Schülerinnen zu führen. Das heißt, die Schüler sind ein Teil der Führenden und das muss ausbalanciert werden. Das ist die äußerlich sichtbare Seite der klaren Strukturierung. Es gibt aber auch noch eine innere, nicht ganz so einfach zu beobachtende Seite. Und das ist das, was ich mit dem Potsdamer Erziehungswissenschaftler Lothar Klingbeil den methodischen Gang des Unterrichts nenne. Feucht wirklich Schritt 2, flüssig, schlüssig aus Schritt 1, feucht Schritt 3 aus Schritt 2. Das ist die Frage, die jede Lehrerin, jeder Lehrer in jeder Stunde oder Doppelstunde lösen muss. Auch schon in der Vorbereitung. Und da die Vorbereitung nie 1:1 umzusetzen ist, muss er auch in der Stunde selbst immer weiter steuern und auf die Scharnierstellen achten. Dieses erste Merkmal ist empirisch sehr gut belegt. Das heißt, weltweit in allen Untersuchungen über hohen Lernerfolg von Schülern taucht dieses Merkmal auf. Gute, klare Prozesssteuerung ist ein ganz erheblicher Anteil am Lernerfolg. Das ist natürlich bezogen auf die Lernziele, die ich verfolge. Eine Störung soll ich minimieren. Wenn ich soziales Lernen fördern will, können auch Störungen sogar sehr hilfreich sein. Ich nehme sie zum Anlass, um mit der Klasse an diesem Problem zu arbeiten. Aber normalerweise sind Störungen Störungen. Und es gibt unvorbereitete Lehrer, die eine Störung darstellen. Es gibt unvorbereitete Schüler, die eine Störung darstellen. Es gibt Disziplinkonflikte, die stören. Das sollte möglichst minimiert werden. Völlig verschwinden lassen kann man es nicht, dann wäre eine Schulklasse tot, wenn es das gar nicht mehr gäbe. Eine echte Lernzeit heißt, die Schüler sind aktiv dabei. Das kann auch eine lehrerzentrierte Phase sein. Wenn eine Lehrerin einen interessanten, kurzen Lehrervortrag hält und die Schüler hören aufmerksam zu, ist das natürlich auch echte Lernzeit. Ja, das ist nicht Kuschelpädagogik, sondern lernförderlich ist das Klima, das für die Aufgabe, die gerade gegeben ist, auch tatsächlich hilfreich ist. Und das kann sein, dass es um sehr ernsthafte Situationen gibt, wo es nicht um lernfreundliches Klima geht, sondern eben um lernförderliches, wo alle ganz konzentriert dabei sind. Es kann auch mal sehr lockere Phasen sein. Unterricht sollte immer solch eine Rhythmisierung haben, dass es mal locker freundlich zugeht und dass es mal ganz intensiv zugeht. Lernförderliches Klima, das ist ein Merkmal, das vor 9 Jahren, als ich dieses Buch geschrieben habe, noch eine ganz merkwürdige empirische Basis hatte. Es gab einige Studien, die aussagten, das Klima ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist Merkmal 1, klare Strukturierung des Prozesses. Und auch bei einem etwas schlechteren Klima können die Schüler gut lernen.
Inzwischen wissen wir, auch dank John Hattie und anderen, dass das Klima immer wichtig ist. Allerdings kann man anmerken, je jünger die Schüler sind und je mehr Probleme sie mitbringen in den Unterricht, umso wichtiger wird das Klima. Ein Oberstufenschüler, der sich vorgenommen hat, das Abitur zu erreichen, wird auch in einem Matheunterricht, dessen Klima ihm nicht passt, trotzdem noch eine ganze Menge lernen können. Denn auf jeden Fall ist klar, ein gutes Klima fördert. Vor allem die Lehrperson selbst fühlt sich wohler in einem solchen Unterricht. Und meine 10 Merkmale guten Unterrichts sind ja nicht nur auf die Schüler bezogen. Sie sind auch für die Lehrer da. Ein Unterricht, in dem nur die Schüler profitieren und der Lehrer krank wird, ist schlechter Unterricht. Ja, inhaltliche Klarheit. Das hatte ich zunächst noch fusioniert, dem ersten Merkmal klare Strukturierung. Und das wurde dann so gewichtig, so ein Superkriterium, dass ich es ausgegliedert habe. Das, was die Schüler machen, muss inhaltlich klar sein. Ich habe einen Indikator dafür angegeben. Wenn eine fremde Person ins Klassenzimmer kommt und am Ende der Stunde einen beliebigen Schüler, möglichst in der letzten Reihe, fragt, was machst du da und warum? Und wenn er dann eine befriedigende Antwort geben kann, dann lag inhaltliche Klarheit vor. Also inhaltliche Klarheit bezieht sich nicht auf das, was der Lehrer im Kopf hat, sondern auf das, was bei den Schülern und Schülerinnen angekommen ist. Und da muss man verdammt aufpassen, das wissen wir einfach aus der Forschung, dass sehr oft das, was der Lehrer vorhat, unklar bleibt. In der Regel sollte die Lehrperson den Schülern sagen, was angesagt ist. Das nennen wir mit einem Fachbegriff informierender Unterrichtseinstieg. Es gibt Ausnahmen, wo der Lehrer absichtlich Thema und Ziel noch eine Zeit lang geheim hält. Aber da muss man sehr aufpassen, dass das nicht das wird, was mein Kollege Diethelm Wahl die Ostereiersuchmethode nennt, wo irgendwo eine Fragestellung versteckt wird und die Schüler dann so lange raten, bis sie endlich das Osterei gefunden haben. Das ist unproduktiv. Das würde ich nur hin und wieder mal zur Erheiterung machen. Da geht es darum, dass die Schüler mit dem Lehrer, der Lehrerin oder auch untereinander verhandeln, was ist das überhaupt, was wir hier gerade machen? Was bringt mir das für meine persönliche Orientierung? Früher hätte man dazu auch schlicht das Wort Bildung benutzt. Und wir wissen jetzt, auch dank John Hattie und Giaprofi und anderer Forscher, dass tatsächlich dort, wo sich die Lehrer und die Schüler darum bemühen, den Sinn des Erlernten zu kapieren, die Lernerfolge höher sind. John Hattie hat zum Beispiel ermittelt, dass dort, wo ernsthafte, intensive Schülerdiskussionen im Klassenzimmer stattfinden, dass dort der Lernerfolg höher ist. Das finde ich ein tolles Ergebnis. Leider kommt bei all diesen empirischen Untersuchungen heraus, besonders hilfreich ist das, was viel Zeit kostet. Zum Beispiel sogenannte Metakognition. Und das ist bei mir ein Bestandteil des 5. Merkmals. Sinnstiftendes Kommunizieren. Ich gehe auf die Metaebene. Ich bringe die Schüler dazu, mit mir gemeinsam darüber nachzudenken. Was machen wir hier gerade und was hilft mir beim Lernen? Es gibt ja ein großes Spektrum an Themen, wo es gerade darauf ankommt, Perspektivenvielfalt in den Unterricht zu bringen. Da muss ich auch einen Inhalt in Frage stellen. Und das gilt auch ganz grundsätzlich. Mein Doktorvater Herwig Blankertz hat formuliert, Bildung und guten Unterricht erkennt man daran, dass der Schüler ermuntert wird, das inhaltliche Angebot abzulehnen und sich sein eigenes Angebot zu basteln. Das ist der eigentliche Bildungsprozess. Ich nehme das Angebot zur Kenntnis, aber mache selbst etwas daraus. Und da hilft eben sinnstiftendes Kommunizieren. Ich war vor einem Jahr in der Wartburg-Grundschule in Münster. Die hat vor 3 Jahren den Deutschen Schulpreis gewonnen. Und dort machen sie es so, dass jeden Morgen 60 Minuten lang sogenannte leise Zeit ist und am Ende dieser 60 Minuten jeden Morgen sagt die Lehrerin zu der Klasse, so jetzt lasst uns darüber nachdenken, was hat euch heute beim Lernen geholfen? Und dann melden sich die Kinder und sagen, was ihnen heute beim Lernen geholfen hat. Das nenne ich Metakognition, ein ganz wertvolles, sinnvolles Unterfangen.
bin ja von meiner Herkunft Methodenfuzzi. Ich habe mich immer darum bemüht, Methodenvielfalt in den Unterricht zu bringen. Auch da nehme ich jetzt eine gewisse Korrektur vor. Wenn ich dieses Buch Guter Unterricht überarbeiten müsste, würde ich dieses Merkmal als einziges verändern und nicht mehr von Methodenvielfalt, sondern von Methodentiefe sprechen. Es ist nötig, dass die Lehrer Methoden mit hoher Kompetenz einsetzen und dass die Schüler Methodenkompetenz entwickeln. Das ist wichtiger als Vielfalt. Das wissen wir inzwischen auch aus der Forschung. Ein Lehrer, der pausenlos irgendwelche neuen Methoden einführt, steht in der Gefahr, den Lernerfolg zu behindern. Eine Zeit lang werden die Lernerfolge höher, wenn ich Methodenvielfalt habe, aber dann flacht die Kurve schnell auch wieder ab. Also im Blick auf den oft noch recht langweiligen, herkömmlichen Unterricht ist Methodenvielfalt ein Gebot. Systematisch betrachtet muss man immer Ziele, Inhalte und Methoden stimmig zueinander machen. Das ist die eigentliche Arbeit, die Hauptleistung von Schülern und von Lehrern. Und die meisten können das ja auch sehr gut. John Hattie hat ja ermittelt, dass Frontalunterricht, er nennt das direkte Instruktion, das ist das Rahmenkonzept dazu, dass direkte Instruktion einen erstaunlich hohen durchschnittlichen Lernerfolg bei Schülern auslöst. Viel mehr als individualisierender Unterricht. Und ich erkläre mir das so, im Frontalunterricht schöpfen die Lehrer und Lehrerinnen das Potenzial, das in dieser Grundform des Unterrichts steckt, gut aus. Beim individualisierenden Unterricht sind wir weltweit noch nicht so weit, dass da die Mehrzahl der Lehrer gut ist. Bei Hattie kommt also raus, individualisierender Unterricht im Durchschnitt niedriger Lernerfolg. Und ich sage, das ist für mich kein Anlass, die Individualisierung der zu stoppen. Ich muss nur gucken, dass ich es besser mache, als es im Moment weltweit realisiert wird. Das ist fast schon die Staatsdoktrin der Kultusministerkonferenz. In ganz Deutschland soll jetzt vor allem individuell gefördert werden. Ich sage, das ist bezogen auf alltäglichen Unterricht richtig. Wir arbeiten noch zu viel mit der Rasenmähermethode, das wird seit Jahrhunderten beklagt. Das ist systematisch betrachtet nicht genau. Es geht immer darum, das gemeinsame Lernen und das individualisierte Lernen miteinander zu verknüpfen. Schule ist erfunden worden für das gemeinsame Lernen. Für das individualisierte Lernen gab es früher die Berufsausbildung oder den Hauslehrer. Schule hat die Stärke darin, Schüler gemeinsam zur Beschäftigung mit wichtigen Bildungsinhalten zu bringen. Aber das individualisierte Lernen ist bei uns unterentwickelt und das wird auch noch 10, 15 Jahre dauern, bis das auf einem befriedigenden Stand ist. Ich muss nämlich als erstes Diagnosekompetenz entwickeln. Und da haben Lehrer aller Schulformen noch erhebliche Probleme. Wir müssen genauer zugucken, was sind die Lernbarrieren, die die Schüler haben, auf welcher Kompetenzstufe bewegen sie sich. Und wenn wir das getan haben, können wir auch genauer helfen. Ich bin nicht Anhänger eines Individualcurriculums, dass jeder Schüler sein eigenes Curriculum bekommt. Nein, das muss immer eine Mischung sein. Ich bin als Lehrer, Lehrerin überfordert, wenn ich für 30 Schüler ein Individualcurriculum realisiere. Aber ich muss wissen, wo steht der einzelne Schüler, dann kann ich auch helfen. Wir wissen aus der Forschung, dass zu wenig geübt wird in der Schule. Das ändert sich jetzt, je mehr wir Ganztagsschulen haben. Da wird allen Schulen klar, wir müssen das Üben wieder in den Unterricht integrieren und können nicht wie früher es in die Hausaufgaben und damit in die Verantwortung der Eltern abschieben. Intelligentes Üben heißt für mich, dass ich wirklich die einzelnen Schüler das üben lasse, was sie üben können, aber was sie noch nicht ausreichend beherrschen. Dummes Üben ist, der ganzen Klasse zu sagen, jetzt macht ihr diese 10er-Blocks im Matheunterricht oder was auch immer, dann habe ich in der Regel ein Drittel, was nicht mehr üben müsste und besser nach Hause geschickt würde oder zum Spielen, ein Drittel, was gerade richtig bedient wird und ein Drittel, was überfordert ist. Das muss vermieden werden. Da bin ich wieder beim Stichwort Diagnosekompetenz. Ich muss schon genauer gucken, wo stehen die Schüler und muss dann auch differenziert unterrichten und vor allem
beim Üben. Einer meiner Rezensenten hat mich scharf kritisiert, Andreas Kruschka, und gesagt, das ist unseriös, dieser Zehnerkatalog, weil alles mit allem zusammenhängt. Und ich habe ihm geantwortet, nein, so ist es eben. Die stehen in Wechselwirkung, diese Variablen. Alles strahlt aufeinander aus. Das hat auch Vorteile, weil es so viele Wechselwirkungen gibt. Deshalb können Lehrpersonen, die beim einen Merkmal nicht ganz so stark sind, darauf bauen, dass sie mit anderen Merkmalen, wo sie stärker sind, kompensieren, was sie im anderen Merkmal vielleicht noch an Schwächen haben. Die Betonung ist hier auf Transparenz, aber auch auf Leistung. Also Schule ist dafür da, dass die Schüler etwas lernen sollen, meistens ja auch wollen. Und das muss nur vernünftig kommuniziert werden. Wenn nur gedroht wird und gesagt wird, so, das kommt in der nächsten Klassenarbeit dran, dann senkt das die Leistungen, die dann tatsächlich erreicht werden. Es muss transparent gemacht werden. Das hat etwas Kaufmännisches. Das kann ich schon in der Grundschule erst recht in der Sek 1, Sek 2 machen. Ich sage den Schülern, worauf es ankommt, und ich sage so, und wenn ihr an dieser Stelle differenziert werdet und wenn ihr hier zeigt, dass ihr euch selbst kritisieren könnt mit eurem Arbeitsergebnis, dann ist das eine gute Leistung und dann werde ich das besonders zensieren. Also Transparenz heißt, kaufmännisch den Schülern sagen, was erwartet wird und was sie wofür bekommen. Dazu passt ein Satz eines Hamburger Schülers, den ich mal vor einigen Jahren aufgeschnappt habe, Oberstufenschüler. Der wurde gefragt, was ist guter Unterricht? Und dieser Markus sagte, Unterricht ist gut, wenn ich mit minimalem Aufwand maximale Noten bekomme. Da schmunzeln wir alle. Ja, warum? Weil wir uns ertappt fühlen. Keiner von uns kommt bis zum Abitur, von uns Lehrern sage ich jetzt, bis zum Abitur, ohne dass er nach dieser Maxime handelt. Man kann nicht in 10, 12 Abiturfächern überall Feuer und Flamme sein. Man muss ökonomisch vorgehen. Und das hat dieser Schüler Markus ganz klar ausgedrückt, mit minimalem Einsatz, maximalen Ertrag. Und das ist nicht unmoralisch, das ist vernünftig. Und der Lehrer, die Lehrerin muss ihm dabei helfen. Eine Maxime, die auch in meinem Buch Guter Unterricht drinsteht, lautet, versuche ein Arbeitsbündnis mit deinen Schülern herzustellen. Arbeitsbündnis. Dieser Schüler Markus, der seinem Geschichtslehrer gesagt hatte, ich bin an Geschichte nicht interessiert, aber ich möchte wissen, was muss ich tun, damit ich diesen Kurs bestehe. Der Lehrer hatte ihm gesagt, nicht stören und die Klausur mit der Mindestpunktzahl bestehen. Und der Markus sagte dann, das ist ein guter Lehrer. Und ich sage, ja, das ist ein guter Lehrer, denn er hat mit seinem Schüler ein Arbeitsbündnis geschlossen, das belastbar ist. Beide Seiten können sich darauf berufen, wenn jemand dieses Arbeitsbündnis verletzt. Und darauf kommt es an. Die ganz kleinen Kinder schließen kein Bündnis, die kennen nicht mal das Wort Bündnis. Die kommen einfach in die Klasse und finden das toll, dass sie nun endlich zur Schule gehen dürfen. Aber je älter sie sind, umso kalkulierender werden die Schüler. Das wissen wir immer aus der Forschung. Und dann hilft ein Bündnis. Der Lehrer zeigt den Schülern, ihr könnt mit meiner Hilfe mehr lernen als ohne mich. Auch die Tafel sollte gewischt sein, wenn die neue Stunde beginnt und ein kluger Lehrer, eine kluge Lehrerin sorgt dafür, dass das andere für ihn tun. Der Begriff vorbereitete Umgebung kommt von Maria Montessori. Die war da wirklich spitze. Die hat sich genau überlegt, wie muss das Mobiliar sein und vor allem, wie müssen die Medien gestaltet sein, damit gemeinsam gelernt wird. Maria Montessori hat ja zum Beispiel verboten, dass alle Medien in voller Klassenstärke da sind. Sie hat gesagt, die müssen gerade lernen, dass sie sich verständigen darüber, wer welche Medien benutzt. Sie müssen lernen, dass sie die ordentlich wieder zurückgeben. Also vorbereitete Umgebung heißt, mit einem Schlagwort von Anne-Dore Prengel aus Potsdam, eine gute Ordnung wird im Klassenzimmer hergestellt. Deshalb ist es für mich auch ein Prozessmerkmal des Unterrichts und nicht nur etwas, was organisatorisch vorher erledigt wird. Lehrer und Schüler zusammen stellen eine gute Ordnung her, die verlässlich ist und das hilft beim Lernen. Ich bin nochmal bei John Hattie. John Hattie warnt davor, die Qualität der Medien überzuinterpretieren. Also der durchschnittliche positive Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler ist nicht sonderlich hoch. Das heißt vor allem, sehr starke,
gute Lehrpersonen können auch mit schlechten Medien noch sehr viel bewirken. Sie können ja einfach Fehler oder Ungeschicklichkeiten in den Medien mit den Schülern besprechen. Dann entwickeln die Schüler auch gleich Medienkompetenz. Wir reden immer über guten Unterricht und gute Lehrer. Wir haben ganz wenig Forschung zur schlechten Lehrperson. Das ist ethisch kompliziert, methodologisch heikel und deshalb hätte ich gerne mal eine solche Studie darüber, was passiert, wenn schlechte Lehrer auf gute Medien stoßen und was passiert, wenn schlechte Lehrer auf schlechte Medien stoßen.